Schönen guten Tag, Leute. Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Hier live auf Twitch oder für alle Leute, die jetzt auf YouTube gucken, müsste das Teil Nummer 7 oder 8 sein. Ich zähle es tatsächlich schon gar nicht mehr mit. Und wir sind immer noch im Feuerbandschrein, haben einen weißen Symbolspeckstein, haben ein bisschen aufgelevelt. Den ersten richtigen Boss haben wir besiegt und müssen uns jetzt durch ein Dorf kämpfen. Aber bevor ich das mache, möchte ich mich hier doch noch ein bisschen umgucken. Und hier hinten sehe ich schon jemanden, den wir in den letzten oder vorletzten Folge befreit haben. Oh, our Champion of Ash, welcome home. This Pilgrim, with a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have, had you not taken me into your service. I thank you dearly for this, and assure you of my near service. Wahre Stärke entfaltet. And shall we begin? Okay, der lässt uns also nochmal einen Punkt hier aufsteigen. Das ist ja ganz geil. As I have said, I was once a sorcerer. Alas, the magic of Londor is a far cry from the wonders of Vinheim. But I can teach you what I know. Perhaps more importantly. I believe that I can help tease out your true strength. We pilgrims of Londor are keenly aware that those branded by the dark side possess something quite special. Herbeiwinken. Cool. Be safe, Champion of Ash. Ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn ich hier mal so eine neue Geste bekomme. Weil Gesten sind so ein bisschen die Kommunikation in dem Spiel mit PvP-Lern, beziehungsweise mit Leuten, denen man Koop spielt, hauptsächlich. Da sind so Sachen wie nach vorne zeigen echt wichtig. Ich finde es auch schön, wie ausdrucksstark die Sachen sind. Das ist relativ deutlich, was er will. So. Und es gucken tatsächlich auch schon ein paar Leute zu. Das freut mich. So. Das Einzige, was ihr noch nicht gerafft habt, ist, warum ich keine Leute zu mir beschwören kann. Das verstehe ich nicht. Das bricht immer ab. Liegt es, oh, Entschuldigung, an meiner Verbindung? Oder woran könnte das liegen? Statt auch mal die 30 Minuten, machen wir ein bisschen weniger. Alter, vergessen. So. Dann kämpfen wir uns jetzt hier einfach mal durch. Wir haben das ja gestern schon mal abgetastet. Wir können das auch einfach mal weitermachen. Einfach nur so, weil Spaß. Wir können uns ja dennoch hier weiter vorbewegen. Shit, Mann. Alter. Nice. Oh, das ist neu. Ich kann, wenn ich springe und dann den Stick loslasse, beziehungsweise also nicht mehr irgendwelche Eingaben macht, stoppt er instant. Elite Knight. Mhm. Wo haben wir ihn da? Wir verbeugen uns. Er macht dasselbe. Oh, der hat eine Axt. Ist das eine andere Klasse? Oder ist das
Schon eine neue Rüstung. Sieht aus wie eine neue Rüstung. Gegenstand. Was heißt ein Wechsel? Ah. Preisvergleich. Sind jetzt schon vorgelatscht, oder? Tatsache. Okay. Was ich gestern noch gelesen habe, ich bin am Start, alles cool, ist, dass man scheinbar Creeping from behind, dass man scheinbar kein Seelenlevel mehr braucht, wenn man mit jemandem gezielt zusammenspielen will, sondern der wird einfach reduziert von der Stärke und den Schlägen, die er macht. Also es wird einfach angepasst. Das heißt, man kann zu jeder Zeit mit jedem spielen. Das ist eine sehr coole Sache. Alter, das ist aber... Das ist nicht gerade mal so das Wenigste. Alter, wie viele das hier auch sind. Ja, für einen alleine ist das ja echt richtig heftig, weil es so viele sind. Und dann auch weniger, habe ich so das Gefühl. Hey, oh mein. Okay. Jetzt weiß ich natürlich, wo diese tausenden Seelen herkommen. Das sind einfach 1000 Leute. Die zwar alle nicht viel geben, aber dafür macht bekanntlicherweise auch was. Ich hätte gerne mal noch so ein paar andere Waffen. Dieser Schlag ins Leere ist immer so ein bisschen unschön, ich finde. Oh, wo geht's denn hier hoch? Ah, okay. Alles klar. Ja, ich komm. Ich bin am Start. Mal gucken, wo es hier hochgeht. Ich finde es auch schön, dass man... Ja, da geht's wohl nicht. Dass diese Entfachten so glühen, finde ich total super. Jetzt, wo geht er denn hin? Alles kaputt. Ah! Okay, da ist ein Loch am Boden. Ich muss sagen, es ist sehr hell bei mir. Weil am Tag. Hat er gerade was gegessen? Dass man die nicht angreifen kann, bevor sie einen nicht angegriffen haben.
So. Jetzt bin ich mal guter. Und werde hier gleich mal hochklettern. Und den hier. Shit, nee, ich will da nicht runterfallen. Zack! Jetzt tun wir einfach die Berserker auf den einen, bis die Kondition weg ist. Das war doch ein erfolgreicher Plan! Tja, Kollege. Hm? Was ist jetzt Phase? Darunter springen. Macht mich das aber ein bisschen kaputt. Ah, super. Schauen wir mal. Das ist kein PvPler, aber die Lila sind scheinbar. Oh Mann! Einfach nur auf den einen Flügel. Finstergeist zerstört. Tempelritter Hendrik. Interessant, dass es jetzt hier Tempelritter gibt. Gucken wir uns doch mal um. Ich habe wieder auch mittlerweile einen Flakon. Die Stelle. Die ist ja auch nicht so ohne. Von da hinten werden die geballert. Wow! Alter! Was den getroffen hat, ist schon heavy. Dann würde ich sagen, okay, nee, er geht zurück. Was ist sein Plan? Geht's hier lang? Nee. Nee, aber da wäre ein Feuer. Okay. Ah, okay, da hinten geht's lang. Das ist ja ein relativ komplexes Gebiet. Das hat vier Abzweigungen. Okay, das ist eine Abkürzung, da kommen wir einfach noch nicht lang. Ein weiteres Phantom wird beschworen. Das ist gar nicht mal unklug. Weil ich glaube, jetzt werden wir einfach sehr viel Ausschuss haben an Phantomen. Es kann nämlich gut sein, dass ich jetzt drauf gehe. Wir warten. Wir haben Zeit. Währenddessen trinken wir noch was. Guten Mangosaft. Von Heil.
So. Dark Cat. Oh, das ist ein Sunbro. Bin mal gespannt, wo der ist. Ja, also ich bin auf dem Weg. Ich sehe schon, der hat Ahnung. Der kennt die Stelle. Der hat auch schon ein bisschen gespielt, so wie das aussieht. Das ist nicht die Standardrüstung. Hat er schon ein bisschen gespielt. Der lockt die einfach. Alter. Er rapiert sie aber. Das ist einer. Wie siehst denn du aus? Ich verstehe. Also cool sieht er gar nicht aus. Was willst du von mir? Wollen wir vielleicht mal. Zurückgeschmissen, aber nicht gekillt. Gehen einfach mal hier. Es sieht mir halt echt wahnsinnig durch die Beleuchtung nach Bloodborne aus. Oh, hier ist der Boss. Sehe ich jenes richtig? Okay, und hier ist eine Tür. Geht aber nicht auf. Also die kann ich auf jeden Fall nicht. Dark Cat. Jetzt brauchen wir nur noch Elite Knight. Und dann könnten wir hier auch mal Bossy Action machen noch. Ich habe mittlerweile auch wieder ein Flakon, das ist nicht schlecht. Ich hätte jetzt Bock drauf. Ich bin sehr gespannt auf den Boss. Oh. Interessanter Sprung. Jetzt will ich aber auch mal jemanden beschwören können. Und dann den Boss machen. Wieso kann ich niemanden beschwören? Vielleicht für die Leute, die zugucken, vielleicht können die mal kurz das checken für mich. Das wäre super. Ärgert es auch ein bisschen, dass ich die beiden hier nicht platt kriege, ohne Schaden zu nehmen. Geil. Linst da immer mal hin. Okay. Rufsymbol. Was sind diese lilanen Rufsymbole? Sind es PvPler da? Ich trau dem ganzen Zeugs nicht. So, wir können aber auch eigentlich mal die Seelen hier kurz weghauen. Hab eigentlich keinen Bock hier auf Risiko groß zu spielen. Ich bin da relativ safe immer. Jetzt will ich es aber mal wissen. Wo ist denn unsere. Wie heißt du denn eigentlich? Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire.
Feuerhüter. Okay, sie ist einfach ein Feuerhüter. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these. Ich finde es auch interessant, dass die blind sind, häufig. In Demon's Souls war die auch blind. So, wir pushen echt ein bisschen stärker. Ich will dieses Großschild irgendwann mal tragen können. Dazu brauche ich halt nochmal Stärke. So, jetzt gucke ich mal. Wenn mir keiner hilft, dann helfe ich mir selber. Da gibt es doch bestimmt schon 100 Tutorials hier online. Dark Souls 3 Wiki. Sehr schön. Das kann nur so weit sein. Seven to Soul sein, so ist der Kleid. The host examines the soul sign. Summons the client, the host client. Pray to heaven, the host world. Aber welche Farbe haben das? Schade. Ja, ich meine, Google ist unser Freund. Na, dann versuchen wir es halt alleine. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nicht gelockt, den Tipp. Blinzt da immer hin. Der Hoffnung, da doch noch jemand zu finden. Ja, hier, die sind wie Sand am Meer. Der schon wieder. Scheiße. Knochen von Lothretter. Aber wenn wir schon mal hier sind, kriegen wir die einzelnen rausgepickt, ist die Frage. Ich meine, guckt euch das an. Ich meine, ich brauche nur zwei Schläge, das ist angenehm. Und ich schlag teilweise ein bisschen schneller wie die. Alter! Oh nein! Na? Scheiße, Mann. Okay, heilen. Kreisel, Kreisel, Kreisel. Immerhin die anderen lassen mich auch relativ in der Zeit. Backstab, yes. Bam. Ah ja, die gute alte Physik. Okay, man kann die auch einzeln gut picken. Dann ist die Stelle doch nicht ganz so schlimm. Hier bleibt keiner am Leben. Alles muss sterben. Ist es Scherbe? Ah, okay. Da hatte Julian also her. Okay, das hat er nicht bis da. Wir gehen hier komplett auf Nummer sicher, Leute. Keine Sperenzchen für mich.
Hier, du fällst mir doch in den Rücken. So. Ich muss dir auch mal parieren lernen. Nehmen wir das mal schön auf. Ah. Oh. Ich habe mir auch schon den Guide bestellt, muss ich sagen. Um mir dann später mal vielleicht auch noch in diesem Run alle Items zu holen. Ersten Durchlauf. Beim zweiten Durchlauf ist es immer so wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Und wenn man dann den ersten einigermaßen gespielt hat, vielleicht spiele ich es aber auch durch. Das weiß ich nicht. Vorher. Aus seinem zweiten Run. Wir holen uns jetzt als erstes dieses Feuer, was da unten ist. Ich glaube, das ist irgendwas. Ah, den hätte ich wahrscheinlich auch von hier oben cracken können. Wo ist denn unser Feuer? Das ist da hinten, ne? Aha, angenehm. Zack. Bam. Wenn ich hier nur zwei Schläge braucht. Jetzt kommt hier so etwas größerer Hoshi. Zack, Backstab. Wieso hat der rote Augen, obwohl der nichts kann? Okay, er haut blöd wahrscheinlich auf einen drauf. Wenn er aufpasst. Zwar keinen Schaden. Oh, schwindende Seele. Was ist denn hier? Ah. Oh. Das hat sich nicht gut angehört. Das hört sich auch nicht gut an. Was ist da los? Shit. Schön, einer nach dem anderen. Wer zu viel will. Ist hier irgendwie was? Gibt es doch eigentlich nie einen Raum, der umsonst da ist? Zaubert gerade nicht. Doch, jetzt zaubert er. Ich kann mich ja wahrscheinlich einfach hier hinstellen. Alter. Alter. Jetzt noch. Ja, dieser kleine Grafik auf Wegplopper hier. Den hast du gern den Angriff, ne? Gucken wir uns doch mal da, was du beschützt hast. Falls du was beschützt hast. Ah ja, du hast was beschützt. Peitsche! Geil. Oh, ein Sunbro. Den holen wir uns doch. Wird beschworen, das sieht gut aus. Dann ging das gestern einfach aus irgendwelchen anderen Gründen nicht.
Weil sonst hatte ich immer sofort die Fehlermeldung. Den Sunbro, den nehmen wir uns doch gerne, weil für den Typ da oben, für den habe ich echt ein bisschen Bammel. Den kann man zwar besiegen, aber es ist risky. Risky. Ich finde es gut, dass man so viele Titanitscherben gerade findet. Oder prinzipiell findet. So, da haben wir ihn doch. Poop! Hallo, Poop! Ich will übrigens auch Sunbro werden. Ich finde Sunbros irgendwie cool, weil sie so gülden sind. Zack! Backstabbing. Action. Alter, geile Meile. So. Wunderbar. Gleich wieder eine Scherbe. Wieder ein. Nice Geschichte. Oh, da ist jemand Rotes. Ach, das ist wahrscheinlich dieser Bloodstain. Kennt, weiß, dass ich nicht gerade der beste Springer bin. Yes! Rostige Münze, na, dafür hat sich's ja gelohnt. Nicht. Ach, der hat den gekillt. Mir noch nichts gebracht. Ah, ich komme auf der Finstergeist. Ja, ich gehe auch mal damit runter. Passt das schon? Ist hier hinten? Ah, hier hinten ist unser Feuer. Das machen wir gleich. Zack. Alter. Es hat nichts bringt. Das ist einfach dummes. Unsere Zeit ist abgelaufen. Wir machen ja immer eine halbe Stunde. Gottes Willen. Wir aktivieren hier mal das Feuer. Es geht sofort los. Weiter. Wir machen nur eine ganz kurze Unterbrechung. Also nicht mal ein paar Sekunden. Ich setze alles zurück und dann geht es sofort weiter.